Lockdown für Ungeimpfte ist Lockdown. rechtlich möglich. Was ist denn jetzt los? Wohin bin ich jetzt Ja, zurückgekommen? wär's dort geblieben, gell? Aber dort ist nicht viel besser in Frankreich. Gleiches Thema, aber ich habe den Titel gut gefunden, gell? Danke, Weekend, für diesen Schulstart Massenpflicht für Impfverweigerer. Aha. Puff. Je mehr Corona-Urin in Ja, der Schüssel landet, so ist es. desto weniger Klassen dürfen rein. Genau. Ich finde das nämlich auch so, da wird das so eingestreut, so, dürfen wir deine Scheiße kontrollieren? Darf ich ganz kurz einen Codeabstrich von dir haben? Deswegen machen sie es wahrscheinlich nur in der Schule, weil es sonst nirgends erlaubt ist. Meine Kacke gehört mir. Sommergrippe halt. Du, es ist ja nicht die Das ist ein Frage. Husten. Ich bin ja dafür, dass es Privatsache ist, was er gehabt hat. Das wäre sowieso. Weißt? Ein Vorschlag von mir wäre, wir einigen uns jetzt, falls er sich da jetzt irgendwie angegriffen fühlt, der Sebastian. Dann können wir uns einfach jetzt darauf einigen, er kümmert sich in Zukunft nicht mehr darum, was wir haben, und wir kümmern uns in Zukunft nicht mehr darum, was er hat. Mein Vorschlag. So ist das Leben. Der eine kommt nach Paris, der andere nach Schrunz-Schagunz. Ja, das Leben spielt mit uns. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Richtig. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hurra, hurra. Hallo, welcome back. Wir sind wieder da. Ich freue mich. Das Schöne ist, ich habe jetzt 14 Tage gar nichts mitbekommen und du kannst mir jetzt erzählen, was ich Du verpasst hast habe. Urlaub, gell? Ich war ja auf Auslandseinsatz in Frankreich. Braun bist du geworden, muss man sagen. Ja, braun. Ich meine, die Hände sind ein bisschen brauner geworden. Ja, was. Die Hände sind brauner geworden. Ja, weißt schon. Ich Du merke noch, wie war's? es. Schön. Ja? Bisschen Sonne, Frankreich. bisschen bewölkt, ein bisschen Regen, da war alles dabei. Guten Wein. Ja, wie gesagt. Ja, Dem oder hast schmeckt. die Bierdosen, also trinkst ja keinen Alkohol. Na. Hat wer Bier mitgenommen in Dosen oder Na, ja, das dort nicht. Wein gekauft? Wenn ich noch getrunken hätte ich sicher so zwei Paletten Bundegang mitgenommen. Das habe ich mir nämlich Ich meine, gedacht. sicher. Wo sind wir denn? Ich meine, ich trinke doch kein, weiß ich nicht, Heineken. What kind of beer do you like? Heineken? Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon! Dosenbier saufen! Naja, wurscht. Urlaub war schön. Urlaub waren echt starke 14 Tage und jetzt sind wir zurück in einem ganz kleinen Alles Gute Österreich mit folgenden Themen. Wir reden über den Sebastian und dem kurzen Abwesenheit und dann wieder da und dann wieder weg. Über die Schule und wir reden über die Ungeimpften. Die bösen Ungeimpften. Die bösen Ungeimpften. Starten wir gleich rein. Gibt's gute Ungeimpfte, ja? Naja, man muss dazu sagen, weil es so ein bisschen Urlaubssendung ist, heute ein bisschen gekürzt, weil du hast Urlaub gemacht, ich habe auch probiert, ein bisschen Urlaub zu machen, das heißt so Medienabstand. Hat's hingehabt? Naja, The Witcher 3 durchgespielt. Okay. Ich habe 2015 angefangen, nein, das stimmt nicht. PlayStation oder Xbox? PC. Oh wow, Yeah. you're a PC Yeah, gamer. yeah. Was that from when you were young or? Yes. Aber jetzt 133 Stunden. Aua. Es Ja. war schon, Sind also schon Urlaub. Urlaub eben, ja. Ja. Und ja, habe das nicht so wirklich verfolgt. Ich möchte aber so ein bisschen updaten. Okay. Was ist einfach so ein bisschen Update, auch für nächste Woche, dass du schon ein bisschen einstellen kannst, was auf uns zukommt. Okay. Und ich habe das Gefühl, so der allgemeine Tenor, ja, es wird kalt im Herbst. Was so Wirklich? sozial. So ein bisschen, man Ah. redet schon ein bisschen von der Impfpflicht. Ja, sicher. Weißt, und wie man mit den Ungeimpften umgeht und in der Schule und so. Und ja, tu mal rein den ersten Artikel. Ja, nein zum Impfzwang, ja. Und sie reden halt über Lockdown für Ungeimpfte ist rechtlich Lockdown. möglich. Was ist denn jetzt los? Wohin bin ich jetzt Ja, zurückgekommen? wär's dort geblieben, gell? Aber dort ist nicht viel besser in Frankreich. Na, man muss jetzt sagen, Frankreich ist wirklich nicht viel besser. Ich meine, man kennt das von der Autobahn, wenn man in Österreich fährt, da steht dann hin und wieder mal alles Gute zu Weihnachten oder alles Gute zum Muttertag. Und in Frankreich steht alle geimpft, alle geschützt. Auf den digitalen Tafeln? Ja, ich meine, auf Französisch, aber halt, das ist Ja. da oben gestanden. Und ich denke mir dann so, geimpft, Impfwerbung auf der Autobahn. Impfwerbung erstens auf der Autobahn und Okay, zweitens, ja gut. wo man denkt so, ist man wirklich geschützt, wenn man geimpft ist? Haben wir herausgefunden? Na. Geschützt, ja, was heißt geschützt? Vom Tod vielleicht ein bisschen mehr, wenn es stimmt, ja. Ja. Wenn es die Nebenwirkungen weglässt. Na, aber das merkt man so ein bisschen, was? Das wird ein bisschen so drüber geredet, wie geht man mit den Ungeimpften um? Das heißt ja Impfverweigerer, was? Das ist schon die Wortklammer wieder da. Also, das sind ja nicht impfängstliche Leute oder halt, was weiß ich, wie soll man sagen? Bewusst. Bewusst, schön, ja. Ja, und das merkt man schon. Das merkt man schon. Zum Beispiel habe ich auch so gehört, wie schaut so ein Lockdown aus dann für
für die Ungeimpften. Mhm. Du kannst halt Konzerte gehen, ja, nur geimpft. Und dann wird das so im Interview, weißt du, man muss ja die Allgemeinheit schützen und deswegen dürfen nur Geimpfte ins Konzert. Und da fragst du irgendwie schon, ja, die Allgemeinheit impfen? Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen, immer. Und was noch ist, wenn wir schon die Allgemeinheit reden, mhm. Es ist patriotisch. Früher war es eine persönliche Entscheidung. Weißt du, die persönliche Versehrtheit, die menschliche Versehrtheit ist das wichtigste Gut und jetzt ist es patriotisch. Du, einnimm mal den Fassbinder, Fassmann. Da muss ich aber ganz kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hast, dass sie das Geimpfte so hochhalten. Gell? Mhm. Weißt du, was spannend ist? Die impfstärksten Bundesländer in Österreich haben auch die meisten Corona-Fälle. Wo ich mir dann denke, naja, woher wird das wohl kommen? Zufall. Das ist natürlich Zufall. Alles Zufall. Weil Getestete sind halt getestet und Geimpfte sind halt trotzdem Überträger und haben aber einen Impfpass, müssen nichts herzeigen und infizieren sie dann mutmaßlich mehr, wenn man den Zahlen glauben darf. Du meinst, die Geimpften sind die Gefährlichen? Die Geimpften sind in dem Zusammenhang eigentlich die Gefährlichen. Aber ich finde sowieso, Impfverweigerer finde ich ein bisschen zu einfach. Ich wäre für Vakzin-Unaffine. Schön. Aber dafür müsste man ein bisschen ein Background-Wissen haben und so, weißt? Ja, aber das ist das funktioniert dann jetzt auch. Schau, Verweigerer. Aber schau, es gibt jetzt einfach, der Corona ist der landläufige Begriff und Covid ist der, weißt du, der studierte Begriff und Vakzin-Unaffin ist jetzt auch der studierte Begriff. SARS-CoV-2. Ja, schauen wir mal ganz kurz, was beim Schulstart so abgeht. Gleiches Thema, aber ich habe einen Titel gut gefunden, gell? Danke Weekend für diesen Schulstart Massenpflicht für Impfverweigerer. Aha. Puff. Schönes Foto. Ist das der Bösewicht von Matrix? Von Matrix? Du meinst der Architekt? Der Mr. Smith. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Der Mensch ist eine Krankheit. Das Geschwür dieses Planeten. Ihr seid wie die Pest. Und wir sind die Heilung? So ein bisschen. Boah, aber alt war. Groß waren. Eher Herr der Ringe, irgend so ein Riese eher, oder? Ja. Beamteter Gandalf. Ein Beamteter Gandalf, ja. Mit Haarausfall irgendwie. Schön. Schulstart. Ja. Herbst geht's los. Ja. Neue Regeln. Mhm. Supergeil, pass auf. Erstens einmal nochmal danke an Weekend für diesen tollen, diese tolle Headline. Massenpflicht für Impfverweigerer. Das ist Kinder übrigens, gell? Also, ja. Kinder. You're not asking yourself the real question that America needs to decide once and for all. And that question is, how old is 15 really? Pass auf. Nur der erste Punkt. Das reicht mir schon. Frühe Warnung durch Abwasseranalyse. Da wird die Scheiße kontrolliert, ob nicht irgendwo eine Spreader-Zelle entsteht. Und wird Corona nach Corona gesucht. Aber nur in der Schule. Je mehr Corona-Urin in der Schüssel landet, so ist es. Desto weniger Klassen dürfen rein. Genau. Oder die Ungeimpften, die Impfverweigerer müssen dann zwei Masken aufsetzen. Ja. Oder so. Oder ständiger Kondom drauf. Oder in Eimer kacken. Und dann wird gleich direkt der Test gemacht. Wirklich, die armen Kinder, Alter, ich würde nicht mehr in die Schule gehen. Nein, wir machen es so, wir haben einen Kübel, dann muss die ganze Klasse reinpissen, nacheinander, und dann holst du einfach so einen Stab rein, so einen einzelnen, und dann so, 6000 Milli-Coronis. Ja, schalt's den Luftfilter ein. Ja, nämlich Luftfilter ist also geil. Luftfilter, ja gut, gegen Luftfilter kann man nichts haben. Wir werden wahrscheinlich in China produziert und über Amazon bestellt, aber ist eine andere Geschichte. Und Impfbusse sollen Quote erhöhen. Das denke ich mir auch so vor. So, was ist der Kinderfänger? Ja. Wollen Sie eine Spritze? Ja. Paff! Ja, aber diese Analyse im Abwassersystem habe ich da zeigen müssen. Das war witzig. Ich finde das nämlich auch so, da wird das so eingestreut. So, dürfen wir deine Scheiße kontrollieren? Mhm. Darf ich ganz kurz einen Code-Abstrich von dir haben? Deswegen machen sie wahrscheinlich nur in der Schule, weil sie sonst nirgends erlaubt ist. Meine Kacke gehört mir. Ja, und dann war halt noch der Bundeskurzi. Sebastian. Der war ja krank. Ja. Wo mir ja gleich aufgefallen ist, weil er, glaube ich, wieder da war, oder wieder dann gesagt hat, er ist wieder gesundet. Und dann war er wieder krank.
Und dann hat man schon spekuliert, was er hat. Und viele Zeichnungen geschrieben. Da habe ich auch echt lachen müssen. Naja, es ist ja eine Gesundheitsfrage und der ist privat und den muss man nicht öffentlich machen. Wenn man denkt, ja, richtig. Okay. Richtig. Ja. Aber ich wäre im Einstellungsgespräch nach meiner Meinung gefragt, ob ich geimpft bin oder nicht. Mhm. Gut. Danke. Und dann hat mir ein Freund von mir dieses Video geschickt. Vom Kurzi. Vom Sebastian. Ich habe mir das am Samstag in der Früh angeschaut. Ja. Ich hab's, schau rein kurz. Übrigens, was hältst du von dem Hintergrund? Oh, da schauen wir schon sehr, gell? Warte. Und jetzt gehen wir zu unserem Außenkorrespondenten Ludwig Hirsch. Hallo, hier ist Harry Hirsch. Schönen guten Tag. Ich befinde mich hier mitten auf dem Marktplatz von Gütersloh. Wir machen dann diese Abmoderation, wo man dann so, wenn die Kamera so wegfällt und so. Egal. Wir schauen uns jetzt den Sebastian Fellner, na, wie heißt er? Reinhold. Ich weiß nicht. Martin? Der Sohn. Der Sohn. Der nicht so blade. Nikolas. Ist nicht der Vater irgendwie, darf der überhaupt noch jetzt, wo er... Nein. Der darf jetzt bis zum Prozess, darf der nichts mehr angreifen. Ja. Nicht einmal sich selber. Willkommen bei Fellner Live und es ist sein erstes Interview nach einer kurzen Medienpause, nachdem er ein paar Tage krankheitsbedingt ausgefallen ist. Bei mir zu Gast im Studio ist Bundeskanzler Sebastian Kurz. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, die erste Frage natürlich gleich einmal die wichtigste. Sie waren jetzt ein paar Tage medial zumindest nicht präsent. Es hieß, Sie haben eine Sommergrippe gehabt, hatten glaube ich auch eine beschlagene Stimme. Wie geht es Ihnen denn gesundheitlich? Alles gut, es war nichts Dramatisches. Ich habe einfach eine Sommergrippe erwischt, bin dann... Ja, wie leider Gottes oft üblich, viel zu schnell wieder eingestiegen. Dann hat es mich noch einmal erwischt alles gut und bin seit ein paar Tagen wieder zurück im Büro. Und kann. Also nur mal, dass ich es gesagt habe, ich freue mich natürlich, dass der Kanzler gesundet ist, ja, keine Frage. Aber wie ich das gesehen habe, in der Früh habe ich gedacht, ich speibe in Kakao. Nee, nämlich vor allem der Niki Fellner, der dann sagt so, sie haben so eine beschlagene Stimme gehabt. Ja. Und ich denke mir so, ja, frag mal einen Doskozil, wie sich der anhört. Naja gut, der hat ja irgendwas im Kehl gehabt. Frrr. Es ist für mich auch wieder schön, in diesem Format zurück zu sein. Es war sicherlich auch ganz konkret gesagt, keine leichte Situation, überraschend. In diesem Sinne sogar herzlichen Dank. Ich frage mich, ob er lang Sommergrippe hat. Naja, bitte, was hat jetzt? Jetzt? Ja, seine Stimme ist noch beschlagen. Ja. Und er hat natürlich einen Fehler gemacht. Zu früh wieder ins Büro gegangen. Was ist infektiös. Richtig. Ja. Nur wenn man halt negativ testet ist. Dann ist alles gut eigentlich. Ist alles gut. Ist nur Sommergrippe. Nein, einfach, weißt schon. Dass das überhaupt ein Thema ist. Nein, wir reden über Impfpflicht. Ja. Und der Kanzler redet von Sommergrippe das ist alles so eine verdrahte Welt. Es ist einfach verdraht. Ich glaube, der Sebastian hat durch diese ganze Krise so ein bisschen so dieses Corona-Burnout gekriegt. Aber wenn man so ganz viel Blödsinn redet, dann kann man vielleicht so ausbrennt sein, dass man mal so ein bisschen einen Männerschnupfen fängt. Eine Sommergrippe halt. Du, es ist ja nicht die Frage. Ich bin ja dafür, dass es Privatsache ist, was er gehabt hat. Das wäre sowieso. Was? Ein Vorschlag von mir wäre, wir einigen uns jetzt, falls er sich da jetzt irgendwie angegriffen fühlt, der Sebastian. Dann können wir uns einfach jetzt darauf einigen, er kümmert sich in Zukunft nicht mehr darum, was wir haben und wir kümmern uns in Zukunft nicht mehr darum, was er hat. Mein Vorschlag, weißt du? Ich bin bei dir. Dann muss er auch nicht zum Niki Fellner eine stolpern und erzählen, wie heiß er gerade ist. Es ist mir ja auch wurscht. Nein, es ist ja wurscht. Schau, wenn er krank ist, bleibt er daheim. So ist das. Regel Nummer 1. Ja, dann steckt man auch keinen an. Die ganzen Leute, ich meine, ich war selber einer davon, muss ich sagen, so, ich muss ins Büro, weil die kennen ohne mich nicht, gell? Nein. Nein. Irgendwann hast du es gelernt, irgendwann sagst du, na, ganz ehrlich, wenn ich krank bin, muss ich daheim bleiben. Weil... Wenn die Firma ohne mich nicht hättest dann du hättest ja früher auch, wenn du der Influenza übergangen wärst, hättest du auch lange Influenza gekriegt, weil du da irgendeinen Herzfall haben hast können, wenn du das übersehen hast. Ich mag ihn nicht mehr sehen. In die Heimat. Ich wollte damit sagen, ich habe die 10 Sekunden angeschaut, habe mir gedacht, vielleicht bereite ich mich doch ein bisschen für die Sendung vor oder so, und mir gedacht, nein, ich mache das nicht ohne die, nein, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich wieder The Witcher gespielt. Und da sitzen wir jetzt. Aber das Ausgleich. Ich hoffe, das Update hat er trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und euch auch. Ja. Und hat auch was gebracht. Weißt du, jetzt so zurück vom Urlaub, rein ins Geschehen. Willkommen zurück. Alles Gute. Willkommen zurück. Das war unsere erste Sendung nach dem Urlaub. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer war. Die Frage ist, was haben wir heute gelernt?
Wir haben heute gelernt, dass der Sebastian genauso wie jeder andere Österreicher den Anspruch hat, dass es jedem scheißegal sein kann, woher sein Schnupfen kommt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Oder ob er überhaupt krank ist. Ich muss nicht wissen, was der Sebastian für Allergien hat. Muss ich nicht. Er muss das auch nicht von mir wissen. Das andere ist, was wir uns bei der Schule anschauen, ist, was auch interessant ist. Da habe ich auch schon ein bisschen einen Trend gehört, dass diese Maßnahmen führen dazu, dass sich im Herbst 3600 Schüler von der Schule abgemeldet haben. Weil die Eltern gesagt haben, leckt's mich am Arsch. Das Umeinanderstieren in meinem Kind ist einfach nicht mehr drinnen. Ja? Da sollte man vielleicht auch noch drüber reden. Und was haben wir noch gelernt? Dass diese zwei Wochen ohne Medien mir eine Sache definitiv gebracht hat. Ich habe mir keine Olympioniken beim Weinen anschauen müssen. Ich sag's dir, ein Freund von mir, der arbeitet in so einem Quotenwettbüro, also die sind quotenberechnend. Und der hat gesagt, der hat sich ganz viele Leute beim Rennen angeschaut, weil Zweiter oder Vierter, das ist immer scheiße. Eine österreichische Boulderin hat gerührt. Ja. Traurig. Ich habe Olympia gesehen, ein paar Sachen. 100 Meter Lauf, Italien. Jacob Sekerli, Jacob Sekerli, Jacob Sekerli, Master Jacobs, Campione Olimpico, 979, 979! Na gut. Aber es ist halt arg. Thomas, die Schlussworte. Die Schlussworte. Bei dem, beim Revival quasi gehören wieder mal dir. Schlussworte, Schlussworte, Schlussworte. Naja, weil es halt jetzt ein bisschen eine Sondersendung war, schön, dass es jetzt wieder weitergeht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir. Wir auch, wir alle. Ja. Ich hoffe, euch haben die letzten zwei Videos gefallen. Die Casa Quanta, die waren sehr entspannend, muss ich sagen. Ja. Was das, weil so unwichtig ist. Ja. Was ist denn das? Es schaut ein bisschen aus, gell, wie, ich sag's jetzt einfach einmal, ein Arschloch. Ein großes. Kurioses. Man macht sich keine Sorgen, weißt. Irgendwie ist Geld schon wurscht. Hauptsache, man ist gesund. Sollen wir für diese letzte Schlusswortgeschichte noch was ins Bild holen? Oh ja, das könnte man machen. Das könnte man machen, oder? Ich hol schnell, ja. Okay, ich sag inzwischen trotzdem was. Sag was. Du kannst es ja erklären. Ja, wir haben ja... Ich komme da nie wieder raus. Wir haben ja in einem unserer letzten Videos uns einen Artikel angeschaut, wo nach kurzer Zeit... Wo wir nach kurzer Zeit gewusst haben, wir brauchen diesen Artikel. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal einfach live an, wie das ausschaut, was wir bisher noch auf den Fotos gesehen haben. Und vielleicht verlosen wir das gute Stück irgendwann einmal. Aber es ist hier schon. Ah! Es ist da! Ich hab's noch gar nicht live gesehen. Ich hab's noch gar nicht live gesehen. Er spinnt. Das Holzarschloch. Kuckuck. Was? Ja, spannend. Ja, es ist wirklich großartig. Wir hätten auch die Sendung so anfangen können. Ja, nein, es ist wunderschön, Lukas. Ich hoffe, dein Mikrofon. Es ist riesig. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich bin irritiert. Du bist irritiert von diesem riesen... Holzskulptur? Ich hoffe, es war jeden Cent wert. Wie teuer war es? 19,90? Ich weiß nicht mehr genau. Mit Versand waren es 26,60. Oder 26,50 oder so. Aber 20 Euro war es, auch viel haben. Mhm. Ich finde es... Also, ich muss dazu sagen, ich habe das auf dem Weg nach Frankreich bestellt quasi. Und ins Studio geschickt. Und war alle sehr überrascht worden. Und auf einmal war es einfach da. Ja. Es hat ja keiner damit gerechnet. Die zu Hause gebliebenen haben ja nichts gewusst davon. Na gut. Ja. Liked dieses Video, wenn es euch gefällt. Abonniert diesen Kanal. Es ist for free. Und kommentiert uns, was ihr von dieser letzten Woche und den letzten Costa Quantas gehalten habt. Und wenn ihr dieses wunderschöne Stück haben wollt, dann, ich habe keine Ahnung, vielleicht verlosen wir es. Alles Gute. Mal. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Wiederschauen. Baba. So ist das Leben. Dane kommt nach Paris. Der andere nicht. Auf Wiedersehen.